geplant, die die Vorhaben damit... Es ist gewissermaßen eine Premiere. Olaf Scholz, der Kanzlerkandidat der SPD und Bundesfinanzminister, besucht das Weserbergland und zwar virtuell in einer Live-Verbindung. Mehr als 140 Zuschauer sind dabei, als er sich den Fragen von Bürgern aus der Region stellt, moderiert von Johannes Schraps, dem SPD-Bundestagsabgeordneten im Wahlkreis 46 Hameln-Holzminden. Und da gibt es auch den Gänsehautmoment. Als die Sprache auf die Ukraine und die täglich anschwellende Kriegsgefahr an der Grenze zu Russland kommt. Schraps war mit einer Delegation vor Ort, als ganz in seiner Nähe eine Granate von russischer Seite einschlug. Scholz und Schraps beantworteten die Fragen eines jungen Teilnehmers der Videokonferenz aus Bad Pyrmont. Die Weserbergland-Nachrichten dokumentieren hiermit das virtuelle Videotreffen mit Scholz, Schraps und den Bürgern im Weserbergland in voller Länge. Es ist ja kaum anders möglich im Moment, als sich digital zu treffen. Und das macht zumindest aber auch die Möglichkeit, dass man in heutigen Zeiten, wo wir gerade noch vor einer knappen Stunde gemeinsam in der SPD-Fraktionssitzung 3,5 Stunden sehr intensiv und sehr verantwortungsvoll über die aktuelle Corona-Lage diskutiert haben, auch über die Änderung des Infektionsschutzgesetzes, das ja gerade sehr öffentlich diskutiert wird. Das macht es immerhin möglich, dass man jetzt digital so schnell von Berlin ins Weserbergland wechseln kann. Es geht ja bei dem Infektionsschutzgesetz auch darum, einen Rahmen zu finden, der deutlich macht, dass oberhalb von einer bestimmten Inzidenzzahl ein einheitliches Handeln auf Bundesebene notwendig ist. Wir haben gerade in unserer Region im südwestlichen Niedersachsen an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen und zu Hessen in den letzten Monaten immer mal wieder gemerkt, welche Schwierigkeiten mit Uneinheitlichkeiten von Bundesländerregelungen zustande kommen. Ich bin sicher, dass du zu den Themen gleich auch das ein oder andere sagen wirst und zu dieser schwierigen Phase der Pandemie das ein oder andere Wort verlierst. Aber es soll ja auch um die drei Worte gehen, die man bei dir, Olaf, im Hintergrund sieht. Zukunft, Respekt, Europa, das sind die drei Schlagworte, die unser Zukunftsprogramm und dein Programm als Kanzlerkandidat prägen. Und während andere Parteien aktuell noch über Kanzlerkandidatinnen und Kanzlerkandidaten nachdenken oder sich dabei teilweise sogar öffentlich demontieren, haben wir mit dir, lieber Olaf, frühzeitig unseren Kanzlerkandidaten aufgestellt und haben eben auch ein sehr klares und inhaltliches Zukunftsprogramm vorgelegt, das diese drei Schlagworte Zukunft, Respekt, Europa trägt. Und bevor ich dir für dein einleitendes Statement, in dem du sicher auf diese Punkte eingehen wirst, das Wort geben möchte, will ich noch ganz kurz ein paar Dinge zum Prozedere sagen, ein paar Hinweise zum Ablauf unseres heutigen Gesprächs. Ich werde versuchen, unser Gespräch so gut es geht zu moderieren und so locker und entspannt, wie ihr das im Weserbergland auch von mir kennt. Trotzdem, wir sind jetzt schon eine ziemlich große Anzahl an Teilnehmern, knapp 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und da ist klar, dass nicht jeder Einzelne zu Wort kommen wird und wir nicht jede einzelne Frage aufrufen können werden. Ich werde versuchen, möglichst abwechselnd von den eingereichten Fragen, um die wir im Vorfeld gebeten haben, eine dran zu nehmen und dann jemanden auch direkt dran nehmen zu können und jemanden, der die Hand gehoben hat, dran zu nehmen. Wer eine Frage stellen möchte, da möchte ich darum bitten, die Handhebefunktion zu nutzen. Einige tun das gerade schon. Oder im Chat sich zu Wort zu melden und sich zu melden, auch gerne zu welchem Themenbereich eine Frage gestellt werden soll. Und ganz wichtig, es ist nicht nur solidarisch gegenüber den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, sondern die anderen werden sicherlich auch dankbar sein für kurze und präzise Fragen, damit eben auch möglichst viele zu Wort kommen. Ich gebe dir, lieber Olaf, jetzt erstmal das Wort für dein einleitendes Statement. Wir freuen uns, dass du dir für heute Abend die Zeit nimmst, mit uns zu sprechen. Du hast das Wort. Vielen Dank, dass du dabei bist. Schönen Dank, dass ich eingeladen bin, dass ich bei euch sein kann, wenn auch natürlich Corona-bedingt auf eine ganz andere Weise, als wir das alle gewohnt sind. Am liebsten wäre ich jetzt irgendwo in einer Gaststätte oder einer Stadthalle und wir würden alle uns real begegnen und miteinander diskutieren. Das geht gegenwärtig nicht. Ich glaube allerdings, dass die Dinge, die wir jetzt wegen Corona neu probieren, uns am Ende der Zeit auch noch als neue Möglichkeiten für die Zukunft erhalten bleiben. Und das bedeutet ja auch, dass wir nicht nur jetzt durch die schwierige Zeit kommen müssen, sondern gleich nach vorne gucken. Zur schwierigen Zeit. Die Corona-Pandemie hat uns seit einem Jahr im Griff. In Deutschland, in Europa, in der ganzen Welt.
Und wir haben sie immer noch nicht hinter uns. Trotz all der Maßnahmen, die wir ergriffen haben, ist es immer noch so, dass wir um die Gesundheit vieler Bürgerinnen und Bürger kämpfen müssen, dass wir das Leben von Menschen beschützen müssen. Und das ist die erste Aufgabe, die wir vor allen anderen gegenwärtig zustande bringen müssen. Das machen wir mit all den Aktivitäten, die unternommen worden sind. Und wir haben das begleitet durch massive Wirtschaftshilfen, die dazu beigetragen haben, dass Wirtschaft und Arbeitsplätze nicht so sehr bedroht sind, wie man vor einem Jahr wahrscheinlich vermutet hätte. Und wir werden das weitermachen, denn die Krise ist nicht vorbei. Also wird es auch weiter Hilfen für Unternehmen geben, wird es weiter Hilfen geben, um Arbeitsplätze zu sichern und werden wir weiter Mittel aufwenden, um die Gesundheit zu schützen. Jetzt sind wir fast überall, wo die Infektionszahlen zu hoch sind, mit vielen Einschränkungen konfrontiert. Wir haben quasi überall dort so eine Art Lockdown. Und was wir gegenwärtig machen, ist, diese Regeln, auf die sich alle längst verständigt haben, in einem bundesweiten Gesetz zusammenzufassen, damit endlich Klarheit und Nachvollziehbarkeit für alle Bürgerinnen und Bürger entsteht. Klar macht es keinen echten Unterschied, ob jetzt bei dem einen eine Ausgangsbeschränkung bei einer schwierigen Situation um 21 oder 22 Uhr beginnt. Aber es ist wichtig zu wissen, dass es gemeinsame Regeln gibt und dass man sich auskennt. Auch das hat mit Vertrauen etwas zu tun und damit, dass alle sich an die Vereinbarung auch halten. Und in dem Sinne sind wir jetzt im Bundestag dabei, das gesetzlich voranzubringen, in enger Zusammenarbeit mit den Ländern und werden das, glaube ich, in der nächsten Woche dann auch alles zusammenführen. Das ist die Aufgabe jetzt. Allerdings gibt es auch Hoffnung. Denn wir haben ja doch die Situation, dass in Deutschland neue Impfstoffe entwickelt worden sind, dass weltweit Impfstoffe auf den Markt gekommen sind, die wir jetzt in immer größerer Zahl jede Woche an die Bürger und an den Bürger bringen. Es ist ein großer Fortschritt. Millionen Impfdosen werden jede Woche verimpft. Am Ende dieses Monats werden es wahrscheinlich 4 bis 5 Millionen pro Woche sein. Im Juni, Juli, da, wenn die beiden Monate sich begegnen, können es auch 10 Millionen sein. Und damit ist auch klar, wenn wir jetzt die Situation unter Kontrolle behalten, dass die Infektionen nicht allzu weit steigen, dann haben wir eine Chance, dass wir einen Sommer haben, bei dem wir die Pandemie allmählich hinter uns lassen können. Und die Hoffnung ist dann wichtig. Übrigens auch für das, was uns zusammenführt, wenn wir über die Frage diskutieren, was ist eigentlich nach der Bundestagswahl, wie beginnen die 20er Jahre, in die wir uns jetzt hier hineinbegeben. Und da haben wir sehr klare Aussagen zu machen. Erstens, wir wollen dafür sorgen, dass wir auch in 10, 20 und 30 Jahren noch gute Arbeitsplätze haben. Dass wir nicht neidisch auf den Wohlstand schauen, der vielleicht dann in Asien herrscht, sondern dass wir auch wirtschaftlich vorne mit dabei sind, weil wir uns technologisch und wirtschaftlich weiterentwickelt haben und guter Wohlstand hierzulande eben auch möglich ist. Das ist die Aufgabe, die wir jetzt haben. Und dazu gehört eben auch, all die neuen Herausforderungen zu bewältigen, die auf uns zukommen. Zum Beispiel den menschengemachten Klimawandel aufzuhalten. Deshalb wollen wir, dass es einen starken Ausbau der erneuerbaren Energien gibt mit Offshore- und Onshore-Windkraft, mit Solarenergie, dass die Stromnetze ertüchtigt werden. Deshalb wollen wir die Wasserstoffwirtschaft nutzen, damit tatsächlich 2050 CO2-neutral gewirtschaftet werden kann mit gutem Wohlstand. Wir wollen moderne Mobilität entwickeln. Niedersachsen ist ein Land mit einer starken Automobilindustrie und vielen Zuliefererunternehmen, die wollen natürlich auch eine Zukunft haben. Und um die geht es, wenn wir jetzt dafür sorgen, dass die Grundlagen dafür geschaffen werden, mit elektrifizierter Mobilität, dass Deutschland Automobilland Nummer 1 bleibt in der Welt mit all den Fähigkeiten, den Ingenieurinnen und Ingenieuren, die wir haben. Genauso wichtig merken wir jetzt, wenn wir uns miteinander verständigen auf digitale Weise, wir müssen eine Gigabit-Gesellschaft werden. Die Breitbandnetze müssen ausgebaut werden. Wir brauchen Glasfaserkabel. Wir brauchen ein erstklassiges Mobilfunknetz, das nicht überall schwächelt. Und das muss jetzt schnell durchgesetzt werden, damit wir die neuen Möglichkeiten nutzen können und neue Unternehmens- und Geschäftsmodelle darauf auch aufgebaut werden können. Und zuletzt zu den großen, großen Zukunftsmissionen, die vor uns liegen, wenn wir unseren Wohlstand sichern wollen, gehört ganz bestimmt auch die Gesundheit. Und da natürlich auch das, was wir an pharmazeutischen Unternehmen haben, die jetzt neu entstanden sind. Nochmal 2 von den 3 Unternehmen auf der Welt, die den modernen Impfstoff entwickelt haben, stammen aus Deutschland. Das ist eine gute Grundlage, aber es zeigt auch, wie es geht. 20 Jahre Grundlagenforschung, 20 Jahre unternehmerische Tätigkeit, 20 Jahre auch Handeln des Gemeinwesens, des Staates haben dazu geführt, dass das jetzt alles klappt. Und so muss es generell sein, wenn wir an die Zukunft der Wirtschaft denken.
Das zweite große Thema, das für mich wichtig ist, ist die Frage, wie können wir den Respekt neu verteilen? So will ich das mal ausdrücken. Denn da hat es ja jetzt viel Beifall gegeben für die Corona-Heldinnen und Corona-Helden. Und plötzlich wusste jeder und jede, das sind schon tolle Leute, die die LKWs fahren, die Trucks. Das sind tolle Leute in den Lebensmittelgeschäften. Das sind tolle Leute, die dafür sorgen, dass das mit der Logistik klappt in einem Warenlager. Diejenigen, die arbeiten als Pflegekraft im Altenpflegeeinrichtung oder im Krankenhaus. Und dieses Verständnis, das darf nicht nur jetzt Beifall in der Krise gewesen sein, das muss auch bessere und sicherere Löhne für die Zukunft mit sich bringen, bessere Arbeitsbedingungen und mehr Ansehen für solche Berufstätigkeiten. Die Gesellschaft, das merken viele, läuft ein bisschen auseinander, jeder so für sich. Ich will, dass sie wieder zusammenkommt und dass der Müllfahrer und die Theaterleiterin und die Handwerkerin und der junge Mann in der Werbeagentur ein gemeinsames Ziel haben, das sie mit unserer Gesellschaft verbinden. Und genau dafür stehen wir als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten. Ja, und der letzte Punkt, da muss man keine vielen Worte drum machen, obwohl er so wichtig ist. Das ist ein starkes, souveränes Europa. Die Welt wird nicht einfacher, das merken wir jeden Tag. Da werden bald 10 Milliarden Menschen wohnen. Und wenn das gut gehen soll, dann müssen wir dafür Sorge tragen, dass eben dieses Europa einig und stark ist. Drei große Schwerpunkte unserer Politik, um die wir uns kümmern wollen. Und ein guter Grund dafür zu sorgen, dass sozialdemokratische Partei die nächste Regierung führt und dass ich Kanzler werde. Vielen Dank, Olaf, für dieses klare und deutliche Statement. Ich könnte jetzt sagen, dass mir gerade der letzte Punkt Europa als Mitglied des Europaausschusses natürlich besonders am Herzen liegt. Aber dann würde ich Zukunft und Respekt leider zu wenig Wertschätzung beimessen, die es eigentlich genauso verdient haben. Deswegen stehen diese drei Punkte ja auch gleichberechtigt nebeneinander. Es sind schon einige Fragen jetzt im Chat und auch im Vorfeld uns zugetragen worden. Du hast gerade eben gesagt, der menschengemachte Klimawandel. Deswegen würde ich damit vielleicht anfangen. Da ist uns im Vorfeld von zwei jungen Aktivistinnen der Fridays for Future Bewegung aus Hameln, nämlich Gesa von Blankenburg und Lara Schmitz, die auch beide hier im Gespräch mit dabei sind, sind uns schon Fragen zugesandt worden. Und da würde ich deshalb als erstes eine Frage von den beiden aufgreifen, bevor ich gleich Hans-Peter Sawatzki als dem Ersten, der sich zu Wort gemeldet hat, dann auch direkt das Wort geben würde. Aber zunächst die Frage von Gesa und von Lara. Wie wollen Sie effektiven Klimaschutz betreiben, der nicht nur symbolisch ist, sondern der sich am Emissionsrestbudget orientiert, das wir noch haben, um den Klimawandel auf 1,5 Grad zu beschränken? Und dazu vielleicht die zweite Frage direkt damit dran. Wie stehst du bzw. wie stehen Sie zu den wissenschaftlich belegten Maßnahmen davon, dass der CO2-Preis von 180 Euro pro Tonne eigentlich notwendig wäre? Lieber Olaf, bitte geh gern darauf ein und dann würde ich danach Hans-Peter Sawatzki zu einer direkten Frage aufrufen. Zunächst mal schönen Dank für das Engagement, das den beiden Fragestellerinnen bei Fridays for Future jeden Tag wahrscheinlich viel Mühe macht, aber das natürlich auch um eine ganz zentrale Zukunftsfrage für uns alle geht. Und ich will ausdrücklich sagen, wir müssen uns dazu bekennen, dass wir den menschengemachten Klimawandel aufhalten wollen. Und das geht nur, wenn wir die Aufgabe in ihrer ganzen Größenordnung verstehen, denn das ist eine riesige. Aber wenn wir gleichzeitig auch klar machen, die ist bewältigbar, man kann das schaffen. Und das ist auch mein Ziel. 2050 CO2-neutral zu wirtschaften, das heißt ja übersetzt, dass wir unsere ganze Art und Weise zu wirtschaften, mit der unser Wohlstand heute entstanden ist, ändern müssen. 200, 250 Jahre Industriegeschichte haben immer auf der Nutzung fossiler Ressourcen beruht. Wenn wir jetzt in 30 Jahren am Ende CO2-neutral wirtschaften und deshalb die fossilen Ressourcen nicht mehr verbrennen, wie das zum Beispiel jetzt überall passiert, dann hat das Konsequenzen. Ich glaube aber, dass das technologisch möglich ist. Das heißt aber, es muss dann auch technologisch was passieren. Mehr Stromnetze, mehr Offshore-Windenergie, mehr Onshore-Windenergie, mehr Solarenergie. Und das unterscheidet uns vielleicht auch von anderen, die das mit dem Klima auch wichtig finden. Man muss dann auch mal eine Solaranlage genehmigen und eine Windkraftanlage. Sonst wird das nichts. Und auch das Stromnetz muss ausgebaut werden, damit diese Dinge funktionieren können. Ich habe mit großen Unternehmen gesprochen, wie BASF zum Beispiel oder ThyssenKrupp, aber auch mit der Automobilindustrie. Da sind jetzt Milliarden Investitionen geplant, die vorhaben, damit das mit dem CO2-neutralen Wirtschaften klappt. Aber die wollen von uns natürlich wissen, gibt es dann genug Strom? Gibt es Strom aus erneuerbaren Quellen, um all das auch machen zu können? Und dafür stehe ich, dass das tatsächlich auch funktioniert. Eine Bepreisung von Emissionen gehört dazu.
Wir haben den europäischen Emissionshandel für die industriellen Tätigkeiten, der heute Preise von knapp über 30 Euro umfasst. Wir haben begonnen mit einer Emissionsbepreisung für Mobilität und Wohnen zum Beispiel und einige andere Bereiche in Deutschland am Anfang dieses Jahres. Und trotz der großen Aufregung, das hat ganz gut funktioniert und führt auch dazu, dass wir jetzt die Kosten für die Stromproduktion aus erneuerbaren Quellen reduzieren können, ohne dass das zu Preissteigerungen für uns alle führt. Ein ganz wichtiger Schritt. Und deshalb wird das auch weitergehen. Der Pfad ist vereinbart. Wenn man die richtige Summe ermitteln will, muss man gucken, wo man den Schnittpunkt setzt. Und natürlich muss man wissen, dass wir viele Nutzung von fossilen Ressourcen heute schon besteuern, zum Beispiel was Diesel betrifft, was Benzin betrifft und viele andere Sachen. Das zusammen zu betrachten bedeutet, dass wir relativ schnell in Größenordnungen kommen, die nicht so knapp sind. Und ich glaube, wenn man den Weg jetzt geht, den wir vorbereitet haben und ihn weitergeht, dann wird das auch funktionieren. Also die Antwort ist, eine CO2-Bepreisung gehört dazu. Aber ich bin nicht dafür, von einem Tag auf den anderen einen hohen Preis festzusetzen, sondern mit einer klaren, konstanten Perspektive zu sagen, es wird jedes Jahr teurer. Stellt euch darauf ein, bei eurer nächsten Kaufentscheidung als Konsumenten, bei eurer nächsten Kaufentscheidung als Unternehmen, bedenkt, dass das immer teurer wird. Und dann, glaube ich, haben wir auch den Effekt. Vielen Dank, lieber Olaf. Ich glaube, das war auch sehr deutlich. Ich würde jetzt Hans-Peter Sawatzki, wenn er die Hand hat, da gerade wieder runtergenommen. Wolltest du was fragen? Wenn du die Kamera anmachen könntest, wäre das toll, damit wir dich auch sehen und damit wir gut miteinander ins Gespräch kommen können. Klicke mal auf Video starten hier. Nee. Doch, ich sehe dich. Ja, dann darfst du jetzt was sagen und versuch dich kurz und prägnant zu halten. Wir hören dich gut und sehen dich. Genau. Ja, schönen Dank, lieber Olaf, lieber Hannes. Mein Name ist Hans-Peter Sawatzki aus dem SPD-Ortsverein Holzminden. Und mir geht es um Folgendes seit Jahren schon. Alles, was der Staat macht, kostet viel Geld und Corona kostet ja noch mehr Geld. Und da dränge ich drauf und auch Johannes kriegt ab und zu mal eine E-Mail von mir, eben, dass man die Steuereinnahmen doch erhöhen soll und die Abgabengerechtigkeit verbessern soll im Land. Nicht nur mit ausländischen Unternehmen, ausländischen Bereichen. Das heißt also, 100 Millionen werden hinterzogen an Steuern, 100 Millionen etwa auch an Sozialabgaben und da fehlt noch einiges. Und das stört mich nicht nur als ehrlicher Steuerzahler, sondern das bringt da auch Nachteile für die Unternehmen und Unternehmer, die eben auch ehrlich versteuern, die dann eben niedrigere Preise haben und somit vielleicht aus dem Wettbewerb ab und zu mal herausfallen und unterliegen. Also, im Programm steht drin, man will auch dieses Thema verfolgen, auch um die organisierte Kriminalität eben damit zu verhindern und einzuschränken. Aber es muss auch was anderes geschehen, es muss Personal eingestellt werden und es muss das Bewusstsein der Bevölkerung, die eben Steuern hinterziehen, geändert werden durch Kampagnen eben von euch, von Ländern und vom Bund eben auch, um die Leute davon abzuhalten, dass sie fragen, geht es denn auch ohne Rechnung? Was ist geplant? Ich glaube, da hast du ein Thema erwischt, was Olaf natürlich als Finanzminister ganz intensiv bearbeitet. Bitte, Olaf, du hast das Wort für die Antwort. Schönen Dank für die Frage oder die vielen Fragen. Man merkt schon daran, das alleine könnte uns jetzt 3 Stunden miteinander beschäftigen. Ich will mich aber trotzdem kurz und prägnant fassen, damit möglichst viele auch mit ihren Anliegen und Fragen noch zum Wort kommen. Also erstens, wenn wir über die großen Zukunftsinvestitionen sprechen, dürfen wir uns auch nicht bange machen. Denn tatsächlich werden jedes Jahr Milliarden in Deutschland investiert. Das ist ganz normal. Das gehört zum Geschäft dazu. Alle Unternehmen investieren. Und wenn man das zusammenrechnet in der Energiewirtschaft, bei denen, die in Infrastruktur investieren, bei den Stahlunternehmen, bei den Automobilunternehmen, bei der Chemieindustrie und. Dann geht es immer um Milliarden alles zusammen. Aber das sind privatwirtschaftliche Investitionen. Die Frage ist, ob wir die Regeln dafür so präzisieren, dass die auch vernünftig sind. Also, wenn wir zum Beispiel
ein Netz haben, wo die Breitbandverkabelung mit verbunden ist, die Telekommunikationsanschlüsse für alle Haushalte so sein sollen, dass man auch die digitalen Möglichkeiten bestens nutzen kann, am besten mit Glasfaserkabeln. Warum schreiben wir den Unternehmen das nicht eigentlich vor und sagen bis dann und dann müsst ihr fertig sein? Da ist Deutschland in den letzten Jahrzehnten zu zimperlich gewesen. Und das würde privatwirtschaftliches Investment möglich machen, das sich rentiert und gleichzeitig die Qualität für uns anderen verbessern. Zweiter Punkt, natürlich braucht es auch öffentliche Investitionen. Aber zum Beispiel für Infrastrukturen, wo wir dann Verantwortung haben. Also wenn es jetzt elektrifizierte Fahrzeuge gibt und die Unternehmen investieren in Batteriefabriken, sie investieren in neue Antriebskonzepte für die Fahrzeuge, dann muss es ja irgendwo auch Strom geben, den man aufnehmen kann, zu Hause oder am Straßenrand. Und da, glaube ich, ist das Tempo, wie so eine Infrastruktur entwickelt wird, zu langsam. Das muss sich ändern und dafür brauchen wir dann auch Steuergelder. Deshalb habe ich dafür gesorgt, dass wir ein hohes Investitionsniveau haben wie noch nie zuvor, 50 Milliarden im Jahr. Das ist das, was in der Finanzplanung steht vom Bundeshaushalt und das ist, glaube ich, auch der richtige Weg für die Zukunft. Dritte Bemerkung, ohne faires und gerechtes Steuersystem geht es nicht. Deshalb reden wir gerade international über globale Mindestbesteuerung für Unternehmen und sogar die USA und Großbritannien machen damit ein Zeichen dafür, dass eigentlich am Ende die Mathematik dazu führt, dass sogar konservative Regierungen wie in Großbritannien wissen, man kann jetzt nicht, nachdem man so viele zig Milliarden an Krediten aufgenommen, hunderte Milliarden an Krediten aufgenommen hat, sagen, mit der Rückzahlung kommen wir einfach voran, indem wir die Steuern für die bestverdienenden Unternehmen und Personen senken. Das wird nicht funktionieren. Großbritannien erhöht sogar diese Steuern. Und deshalb sage ich, auch bei uns wird es ein Mix sein. Eine Entlastung kleiner und mittlerer Einkommen, zu der diejenigen mehr beitragen, die sehr viel verdienen. Eine bessere Besteuerung von Geschäftsprozessen, die heute unbesteuert sind, wie zum Beispiel Finanztransaktionen. Aber auch der Abbau von steuerschädlichen Subventionen, umweltschädlichen Subventionen im Steuerrecht und. Da kommt was zusammen, was mit einem fairen Steuersystem auch möglich macht, dass wir die künftigen Lasten schultern können. Vielen Dank, Olaf. Ich würde dann die nächste Frage aus dem Chat jetzt aufrufen. Da geht es um das Thema Ehrenamt. Und zwar fragt Marc Düring, den wir als Fußballtrainer und im Fußballbereich ohnehin als sehr engagierten Menschen in der Region kennen, aus Hehlen. Er fragt, dass Deutschland ja von einer besonderen Form von vielfältigem und ehrenamtlichem Engagement lebt. Und er fragt dich, wie dieses Engagement künftig gewürdigt werden soll. Ich würde dann nach dieser Frage Maria Bergmann aufrufen, das könnte ganz gut passen, als Vorsitzende des Kreissportbundes im Landkreis Hameln-Pyrmont könnte das sich an ein ähnliches Thema anschließen. Aber erstmal zur Würdigung von Ehrenamt. Das Ehrenamt ist in der Tat für Deutschland ganz, ganz wichtig und auch etwas, das typisch ist für unser Land in einem Ausmaß, das es zwar auch anderswo gibt, aber selten so intensiv, wie das hierzulande der Fall ist. Ganz klassische, traditionelle Formen ehrenamtlicher Betätigung und sehr neue, die auch eine Rolle spielen bei dem, was wir tun. Meine These ist, das müssen wir weiter unterstützen, indem wir die Infrastrukturen fördern. Wir haben jetzt gerade in der Krise noch mal große Sportförderprogramme auf den Weg gebracht, um Sportplätze zu modernisieren und zu erneuern. Aber es geht auch darum, dass wir diejenigen, die ehrenamtlich tätig sind, besser unterstützen. Deshalb haben wir gerade das Gemeinnützigkeitsrecht modernisiert und auch bestimmte Regelungen, die für Vereine wichtig sind, ob es nun die Übungsleiterpauschale ist oder irgendetwas anderes, so ausgebaut, dass wir damit auch nochmal ein Zeichen setzen für die Unterstützung solcher ehrenamtlicher Tätigkeiten. Und das wird auch in Zukunft weiter wichtig bleiben. Und da werden wir ständig dran arbeiten müssen, diese Regelung Stück für Stück zu verbessern und immer wieder zu aktualisieren. Und daran arbeiten wir natürlich im Finanzausschuss ganz eng, auch mit dir in Regierungsfunktion zusammen. Als Nächste würde ich jetzt eben Maria Bergmann zu einer direkten Frage aufrufen. Ist sie schon im Bildschirm zu sehen? Ich frage mal an die Technik. Maria geht leider nicht aufzurufen, kriege ich gerade aus der Technik. Das versuchen wir sonst gleich einfach nochmal. Dann würde ich jetzt als Nächsten Cornelius Firlei aus Bad Pyrmont aufrufen, der sich auch zu Wort gemeldet hat. Jawohl. Wenn du das Bild auch anmachst, wäre es prima, damit wir dich sehen. Na klar. Jawohl, da bin ich. Hallo, erstmal an euch, Johannes, Olaf, freut mich sehr.
Meine Frage war, wieder seit Anfang des Jahres ist wieder der bewaffnete Konflikt mitten in Europa neu aufgeflammt. Seitdem es erst letzten Jahres einen ja eigentlich ganz gut laufenden Waffenstillstand in der Ukraine gab. Meine Frage an dich, lieber Olaf, wäre einfach, wie denkst du, könnte man dort vielleicht einen Frieden sichern, beziehungsweise wieder einen Frieden herstellen in der Ukraine? Und wie könnte vielleicht auch die Europäische Union dort weiterhelfen? Ein wirklich ernsthaftes Problem, und das ist auch etwas, was uns alle sehr besorgt machen muss. Denn natürlich ist ein großer Teil, gerade auch der sozialdemokratischen Außen- und Sicherheitspolitik der letzten Jahrzehnte, immer um die Frage gegangen, wie können wir sicherstellen, dass wir ein großes Maß an gemeinsamer Sicherheit haben. Und deshalb hat es Konferenzen gegeben über gemeinsame Sicherheit in Europa, die KSZE, die OSZE, wie das heute formuliert wird. Und das Ziel ist, dass wir einen Weg finden, in dem alle sich verständigen, dass die Herrschaft des Rechts vor der Macht kommt. Das ist gebrochen mit der gewaltsamen Veränderung von Grenzen, was eine der Ursachen für den heutigen Ukraine-Konflikt ist. Und das ist auch ein großes Problem, weil natürlich wir zurückkommen müssen in eine Situation, in der sich jeder sicher sein kann, dass das militärisch von keinem Nachbarn versucht wird. Was sind die Möglichkeiten Europas? Erstens, gemeinsam zu handeln. Es darf nicht so sein, dass jetzt ein einzelner Staat, Deutschland oder Frankreich oder Großbritannien oder wer auch immer, irgendwas tut, sondern wir müssen miteinander kooperieren. Und das gilt insbesondere für uns alle in der Europäischen Union. Und da müssen wir klar sagen, dass solche Rechtsverletzungen und Rechtsbrechungen von uns nicht akzeptiert werden können, und müssen die Parteien und Beteiligten darauf verpflichten, dass sie versuchen, miteinander auszukommen. Das ist mühselig, weil man das nicht erzwingen kann, aber es ist notwendig, und es ist auch klar, dass man das beharrlich macht und auch immer mit den Möglichkeiten, so etwas durch klare Maßnahmen zu unterstützen. Dazu zählen ja auch bestimmte Sanktionsmaßnahmen, die mit dem Friedensprozess verbunden sind und wo wir sagen, die werden gelockert, wenn der Friedensprozess vorangeht. Und genau das ist das, was wir jetzt immer wieder und immer beharrlich tun müssen. Gerade in diesen Tagen haben wir alle gelernt, dass es wieder eine steigende Unsicherheit gibt, und das muss jeden besorgt sein lassen und die Notwendigkeit, so zu handeln, nochmal unterstreichen. Das ist ja auch ein Thema, was ich sehr intensiv behandle im Europaausschuss als Berichterstatter für die Länder der östlichen Partnerschaft. Ich erinnere mich noch gut, als ich vor gut anderthalb, 2 Jahren, kurz bevor sozusagen diese Corona-Situation entstanden ist, gemeinsam mit den Kollegen Frank Schwabe und Stefan Schennach in der Ukraine war und auch die Kontaktlinie besucht habe. Und es war schon sehr eindrücklich zu sehen, wie die Menschen, die von einer Seite auf die andere da gehen wollten, stundenlang auch in Schlangen warten mussten und alles schwer bewacht war und dann sogar Granateinschläge in dem Moment gerade passiert sind, als wir vor Ort waren, einige 100 Meter entfernt. Aber da zuckt man schon zusammen, wenn man das nicht kennt. Und das sensibilisiert schon dafür, dass man sich auch wirklich engagiert in so einem Konflikt, um da den Frieden zu erhalten. Vielen Dank für deine Antwort, Olaf. Ich würde gleich vielleicht Maria Bergmann, weil wir Danke. das nicht hinbekommen, sie als Diskutantin hochzuziehen. Maria Bergmann würde ich bitten, die Frage vielleicht im Chat zu stellen. Dann würde ich die dann gleich über den Chat aufrufen. Und dann würde ich als Nächste dann gleich Elke Hofmann aufrufen. Vorher eine Frage, die uns auch aus Holzminden gestellt wurde heute noch, und zwar von Christian Behlke. Christian Behlke ist unabhängiger Kandidat für das Bürgermeisteramt im Herbst in Holzminden, unterstützt von der SPD. Und er fragt, welche Mittel zur Verfügung stehen, um in Aufenthalts- und Erlebnisqualität unserer Innenstädte zu investieren. Gerade jetzt in der Corona-Situation ist ja dieser Trend hin zum Onlinehandel mit ziemlich vielen Herausforderungen auch für den lokalen Einzelhandel verbunden. Wie kann dem entgegengewirkt werden? Das ist die Frage von Christian Behlke aus Holzminden. Olaf, bitte. Eine sehr gute Frage und auch ein sehr ernstes Thema. Die Schwierigkeiten für die Innenstadtentwicklung sind ja nicht neu und nicht erst in der Corona-Krise entstanden. Aber man merkt es in vielen kleinen und vielen größeren Orten, wie kompliziert das jetzt wird, wo die Corona-Krise dazu führt, dass viele Läden gar nicht aufhaben. Und selbst diejenigen, die aufhaben, natürlich darunter leiden, dass in der Nachbarschaft der Laden zu hat, weil ja viele in die Stadt gehen, in den Ort gehen, weil sie dann mehrere Dinge auf einmal erledigen wollen. Und das geht jetzt eben nicht mehr so, wie das zu besseren Zeiten funktioniert.
Darum ist es wichtig, dass wir Mittel bereitgestellt haben über die Städtebauförderung, die der Innenstadtentwicklung zugutekommen. Und wir werden auch immer genau schauen, ob da noch zusätzlich etwas notwendig ist, wenn die Mittel mal nicht reichen. Gegenwärtig sind sie noch nicht ausgeschöpft. Insofern hoffen wir auf viele kreative Anträge und Ideen, die das dann möglich machen, dass sie auch genutzt werden können. Das ist übrigens auch das, was wir vor allem brauchen. Neue Konzepte, denn ich glaube, mit 3 neuen Blumenkübeln in der Innenstadtpassage wird es nichts werden. Da muss schon tiefer gedacht werden für die Dinge, die vor Ort dann notwendig sind. Ich habe gute Erfahrungen gemacht, wenn Wirtschaft und Gemeinde zusammenarbeiten mit sogenannten Business Improvement Districts, wo man dann versucht, miteinander einen Weg zu finden, wie diese Quartiersentwicklung stattfinden kann und dann auch öffentliche Mittel dabei mitfließen können. Und was mir jetzt in dieser Situation ganz wichtig erscheint, wir müssen gucken, wie kann man eigentlich das digitale Geschäft mit dem normalen, realen Geschäft, wo man einfach eine Ladentür hat und die Leute da durchkommen, verknüpfen. Denn es geht wahrscheinlich vielen wie mir. Ich würde gar nicht gerne alles im Versandhandel bestellen, sondern mir wäre es recht, wenn ich beim Laden, den ich kenne, aber auch digital nachgucken kann, ob die Dinge, die ich brauche, da sind oder sie vielleicht auch vorher bestellen kann und dann noch ein Beratungsgespräch komme oder das irgendwie kombiniert werden kann. Und wenn das vielleicht an der Innenstadt sogar gemeinsam machen kann, was kriegt man wo, dann sind, glaube ich, die digitalen Möglichkeiten und eine bessere Entwicklung für die präsenten Ladengeschäfte miteinander zusammenführbar. Und wenn wir das öffentlich unterstützen können, dass sowas in die Hand genommen wird von klugen Geschäftsleuten und einer klugen Gemeinde, dann kann das was werden. Vielen Dank, Olaf. Ja, ich glaube, es machen ja ganz viele jetzt auch schon während der Corona-Situation mit dem Support Your Local zu versuchen, eben auch vor Ort den Unternehmen der Gastronomie, eben auch dem Einzelhandel, da wo es möglich ist, das zu unterstützen. Und dass es für viele vielleicht auch so ein bisschen ein Augenöffner ist, was sie eigentlich vor Ort haben und dass sie gar nicht unbedingt alles digital machen müssen. Dann würde ich jetzt Elke Hofmann, so wie gerade schon angekündigt, sozusagen ins Bild bitten und eine Frage. Elke, wenn du das Bild anmachst, wäre das prima. Man müsste mich sehen. Hallo. Jetzt sieht man, genau, man sieht dich und man hört dich. Prima. Bitte. Ja, hallo, guten Abend. Mein Name ist Elke Hofmann. Ich bin Mutter von 2 Töchtern. Die eine ist im FSJ im Krankenhaus, die andere ist in der 9. Klasse. Und ich habe eine ganz tagesaktuelle Frage zum Infektionsschutzgesetz. Also ich bin sehr besorgt momentan über die Änderung des Infektionsschutzgesetzes und wie hoch die Inzidenzen sind, die dort festgehalten werden sollen. Weil ich den Eindruck habe, dass die einfach zu hoch sind, wenn man sich anhört, was die Wissenschaft sagt. Und ich frage mich, ob noch eine Möglichkeit besteht, die Inzidenzen abzusenken, beziehungsweise warum die Politik sich gerade so weit entfernt von der Wissenschaft. Also wenn man auf Twitter die unterschiedlichsten Kanäle verfolgt, ja, ob es jetzt die Wissenschaftsredakteure von Quark sind, die verzweifelt sind, ob es die Virologen Brinkmann, Drosten, Zizek sind, die verzweifelt sind. Und auch mich packt eine Ohnmacht und Verzweiflung, weil ich mich frage, wie sollen wir raus aus der Pandemie mit hohen Zahlen? Weil hohe Zahlen nützen uns auch bei höheren Impfquoten nichts. Dann wird nur den Mutationen wieder eine Chance gegeben. Und ich frage mich echt, kann man die Inzidenzen noch senken, die festgeschrieben werden? Oder warum werden die so in dieser Größenordnung festgeschrieben? Wissentlich, dass wir uns mitten in der dritten Welle der Pandemie befinden und jetzt viele Kinder und Eltern auch leiden werden. Schönen Dank für die Frage. Herr Hofmann. Schönen Dank für die Frage und auch vor allem schönen Dank für die Begeisterung für die Wissenschaft, bei der wir natürlich wissen, dass da viele identische Meinungen sind, aber auch sehr unterschiedliche zu all den Fragen, die jetzt hier diskutiert werden. Trotzdem stimmt ja der Hinweis und den unterstreiche ich. Wir sind noch in einer sehr, sehr, sehr gefährlichen Situation. Es ist unverändert so, dass wir uns Sorgen machen müssen, dass die Infektionszahlen hochgehen und dass der Erfolg, den wir durch das Impfen bekommen werden, nicht schnell genug eintritt, um länger dauert, wenn wir nicht jetzt die Situation ordentlich begrenzen. Darum ja der Gesetzgebungsprozess, damit das einheitlich in Deutschland geschieht, und zwar für den Komplex, den man als Notbremse beschreibt. Wir haben viele Entscheidungen, die die Länder vor Ort treffen, und wir haben auch eine Verständigung zwischen Bund und Ländern, dass ab einer Inzidenz von 100 Infizierten pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern
dann auch Maßnahmen ergriffen werden müssen, die das öffentliche Leben, die Kontakte beschränken, und die sind auch konkret definiert. Das jetzt umzusetzen und durchzusetzen, das ist das Ziel der ganzen Operation. Und das wird, glaube ich, auch helfen, wenn das einheitlich in Deutschland ist. In Niedersachsen hat die Landesregierung sich sehr bemüht, diese Dinge umzusetzen und durchzusetzen. Das will ich ausdrücklich sagen. Ich habe gerade heute noch mal mit Stefan Weil über diese Fragen gesprochen, und der ist da ganz klar und auch ganz klar engagiert. Was wir jetzt machen, ist gewissermaßen den bundesgesetzlichen Rahmen dafür zu schaffen. Und da wird auch ein bisschen geguckt, wie das etwas unterschiedlich jeweils praktiziert wird in den Regionen, wo die Inzidenzwerte, die Ansteckungsraten so hoch sind, wie ich das eben beschrieben habe. Dabei spielt der Grundsatz eine Rolle, Schulen zuletzt schließen und Schulen zuerst wieder aufmachen. Das hat auch dann mit den unterschiedlichen Inzidenzwerten zu tun, die da zugrunde gelegt sind. Ich weiß, dass in Niedersachsen ganz viele gesagt haben, sie wollen das Distanzunterricht ab einer Inzidenz von 100 durchführen. Und daran ist übrigens auch niemand gehindert, das muss man dazu sagen. Was wir hier regeln, ist der bundesgesetzliche Rahmen, der durchgesetzt werden muss, und den wollen wir auch festschreiben. Ansonsten impfen wir Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher. Ansonsten tragen wir dazu bei, dass Abstands- und Hygieneregeln eingesetzt werden, und wir sorgen dafür, dass in den Schulen getestet wird. Auch ein ganz wichtiger Fortschritt. Die Tests sind bestellt, und ich hoffe, das klappt jetzt Stück für Stück auch an allen Schulen. Also wenn ich noch was dazu sagen darf, meine Tochter ist letztes Jahr, also ich wohne in München, in Bayern, und meine Tochter ist letztes Jahr im September in Quarantäne geschickt worden bei einer Inzidenz von 35. Und bei dieser Inzidenz war das Gesundheitsamt nicht in der Lage, uns zu informieren. Einen Tag bevor die Quarantäne beendet war, haben die sich gemeldet und haben gesagt, ihre Quarantäne ist morgen beendet, wollen sie sich nochmal testen lassen. Wir hatten das selber schon organisiert. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Gesundheitsämter in der Zwischenzeit personell und digital so aufgerüstet sind, dass bei Inzidenzen von 100 bis 200 eine rasche Kontaktverfolgung möglich ist. Und damals gab jetzt, es noch weil wir jetzt ja nicht. Also alles ist alles eine ernsthafte Frage, mit der der Johannes Schraps und ich uns auch schon 1000 Mal beschäftigt haben und noch weitere 1000 Male beschäftigen werden. Deshalb ist es so, dass wir uns ja auch vorgenommen haben, den Ausbau der Gesundheitsämter zu unterstützen. Geld für die Digitalisierung und die Softwareentwicklung haben wir bereitgestellt. Wir haben auch mehrere Milliarden bereitgestellt, damit die Gesundheitsämter langfristig neue Mitarbeiter einstellen können. Also wir haben gesagt, ihr kriegt jetzt das Geld für die nächsten Jahre Lohn und Gehalt erstattet, wenn ihr die dauerhaft als Ausbau eures Gesundheitsamtes einstellt, sodass das keinen Landrat gibt, der sich das gewissermaßen nicht leisten kann, hier den Ausbau voranzubringen. Und deshalb sehe ich schon, dass es große Fortschritte bei dem Ausbau der Gesundheitsämter gibt, die man auch nicht unterschätzen sollte. Aber wir müssen uns das ganz klar vornehmen. Das muss eine ganz andere Qualität bekommen, als das heute der Fall ist. Deshalb haben wir uns einen Gesetzentwurf ausgedacht für ein Gesetz zum öffentlichen Gesundheitsdienst, der diese Qualitäten vorschreibt, damit nicht, wenn die Krise mal vorbei ist, alle alles wieder vergessen, und wenn die nächste Pandemie kommt, sagen alle wieder, ach Gott, da haben wir ja noch ein Problem. Das muss jetzt gelöst werden mit großem Tempo, aber da passiert auch richtig viel. Anmerkung, ich möchte Sie... Frau Hofmann, ich habe vorhin um Solidarität gebeten. Wir haben wirklich nur eine Stunde und wir können hier kein Zwiegespräch machen, sondern es sind auch noch andere, die Fragen stellen wollen. Wir haben noch viele auf der Liste. Deswegen, ich glaube, ich würde gerne Ihre Fragen vielleicht auch noch mal per Mail bekommen. Wenn Sie mögen, schicken Sie mir die gerne zu. Dann würde ich vielleicht noch mal detaillierter auch darauf eingehen und das im Zweifel auch mit Olaf Scholz noch mal besprechen. Aber wir müssen auch noch mal ein paar andere Leute zu Wort kommen lassen. Ich glaube, das wäre fair gegenüber allen, die hier auch noch in der Schalte sind. Ist das in Ordnung? Alles klar, ich möchte Sie nur ermuntern, mutig zu sein. Ja, ich glaube, alle wollen raus und das ist das gemeinsame Ziel. Bitte seien Sie mutig. Ja? Da sind wir uns, glaube ich, tatsächlich auch alle einig. Ganz herzlichen Dank für diesen Aufruf und für diese Unterstützung auch nochmal. Ich würde gerne nochmal jetzt auf ein Thema kommen, ein Thema, was uns alle bewegt, was ist sicherlich das Corona-Thema. Ich würde gerne nochmal auf ein Thema kommen, was uns gerade im Weserbergland und im südlichen Niedersachsen sehr intensiv bewegt. Und es ist ein schwieriges Thema, was genauer gesagt sogar nicht nur in meinem Wahlkreis liegt, im Weserbergland, sondern so knapp davor, 300 Meter davor in Nordrhein-Westfalen.
ist das der Standort des ehemaligen Atomkraftwerks Würgassen, das 1994 abgeschaltet wurde und anschließend zurückgebaut wurde. Und mit dem beschlossenen Antrag, mit dem beschlossenen Atomausstieg war ja klar, dass wir auch irgendwie mit dem produzierten Müll aus den letzten Jahrzehnten umgehen müssen. Mit Schacht Konrad haben wir derzeit ein genehmigtes Endlager, das ab 2026 seinen Betrieb aufnehmen soll für schwach- und mittelradioaktive Abfälle. Und wir haben im Koalitionsvertrag 2018 beschlossen, dass es ein Logistikzentrum zur Belieferung dieses Endlagers geben soll. Und die vom BMU beauftragte Bundesgesellschaft für Zwischenlagerung, die hat vor etwa einem Jahr Würgassen als den favorisierten Standort für dieses Logistikzentrum verkündet. Wir können im Weserbergland da nicht so richtig nachvollziehen, welche Kriterien zu einem von Schacht Konrad weit entfernten und sowohl per Straße und auch per Schiene schlecht angebundenen Standort geführt haben. Dazu gab es im Vorfeld eine ganze Menge Fragen von Anja Kors aus Uslar zum Beispiel, von Björn Römermann aus Bodenfelde und mit Dirk Wilhelm ist auch jemand hier im Chat, der sich gleich zu Wort gemeldet hat, den ich gleich dann nach dieser Frage, die aus dem Chat kommt oder beziehungsweise die uns zugesandt wurde, auch nochmal zu Wort kommen lassen würde. Also es gab mehrere Einsendungen zu der Thematik, die danach fragen, wie du zu diesem geplanten Logistikzentrum für schwach- und mittelradioaktiven Atommüll in Würgassen stehst, lieber Olaf. Diese Frage wird mir ja in ganz Deutschland jedes Mal gestellt, wenn irgendwo eine Standortentscheidung gefällt wird. Und ich zähle jetzt nicht zu denjenigen, die sich ständig verdrücken und sagen, bei jedem Ort in Deutschland darf gar nichts stattfinden und am Ende gibt es keinen Platz mehr für irgendwas. Insofern ist meine Antwort, wir müssen solche Aufgaben lösen. Wir haben ein Fehler gemacht, ist meine feste Überzeugung mit der Nutzung der Nuklearenergie. Da sind viele Hoffnungen mit verbunden worden in den 50er und 60er Jahren, die Gefahren, die mit der Nutzung der Kernenergie verbunden sind, vollständig ausgeblendet haben. Und deshalb bin ich sehr froh darüber, dass ich nicht nur dabei war als junger Mann, der gegen den Bau von Atomkraftwerken demonstriert hat, sondern auch dabei war als junger Abgeordneter des Deutschen Bundestages, als die Regierung von Gerd Schröder und Joschka Fischer beschlossen hat, aus der Nutzung der Nuklearenergie auszusteigen. Es hat dann nochmal eine Zwischenphase gegeben, als Frau Merkel die Kernenergie wieder nutzen wollte, aber jetzt sind wir auf dem Ausstiegspfad und 22 ist endgültig vorbei. Aber die Hinterlassenschaft dieser Phase, der Jahrzehnte, in denen jetzt die Nuklearenergie genutzt worden ist, die wird uns noch lange begleiten. Und deshalb wird es viele, viele schwierige Entscheidungen dieser Art geben. Meine These ist, man muss sich darauf verlassen können, dass da nicht gemauschelt wird. Es müssen alle Fragen, die da im Einzelnen gestellt werden, beantwortet werden können, auch öffentlich. Und man muss von den politisch Verantwortlichen garantiert bekommen, dass sie für einen ordentlichen, fairen, präzisen und beanstandungsfreien Prozess sind. Und genau diese Garantie will ich gerne abgeben. Olaf, dann würde ich jetzt Dirk Wilhelm, er ist Vorsitzender der Bürgerinitiative Atomfreies Dreiländereck, das Wort geben. Ich gehe davon aus, dass die Frage sich nochmal an die Thematik anknüpft. Bitte Dirk, du hast das Wort. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Scholz. Wir sind, wie Herr Schraps einleitend schon sagte, jetzt vor einem Jahr bereits von der BGZ hier in der Region überrascht worden. Es gab ein mehr Monolog als Dialog zum Thema. Unglücklich auch, dass der zuständige Staatssekretär Jochen Flassbart bereits im April letzten Jahres vom alternativlosen Standort sprach. Und das Standortauswahlverfahren wurde im Prinzip ohne jedwege Bürgerbeteiligung durchgeführt. Die Standortkriterien sind vielerlei mangelhaft. Es gibt aktuell auch von Herrn Lies aus Niedersachsen die Initiative, gemeinsam mit dem zuständigen Minister Laumann auf nordrhein-westfälischer Seite ein neuerliches Gutachten in Auftrag zu geben, welches extern unabhängig noch einmal die Entscheidung der BGZ prüfen soll. Meine Frage dahingehend ist, da dieses Thema nun kein regionales, sondern ein bundesweites ist, es geht letztlich um die Entsorgung aller schwach- und mittelradioaktiven Abfälle aus dem gesamten Bundesgebiet, welche hier eben unsere infrastrukturschwache Region durchlaufen sollen, ob sich die Bundesregierung dahingehend nochmal einsetzt, diesen
in meinen Augen eklatanten Fehler zu korrigieren, die Entscheidung entsprechend nochmal zu überprüfen, um wirklich auch Bewegung in die Sache zu bringen, um zu einer bestmöglichen, verantwortungsvollen und auch kosteneffizienten Lösung beizutragen. Denn alleine aufgrund der mangelnden Kriterien und den großen Entfernungen hier vor Ort, neben der Belastung für die Bevölkerung, wird es auch zu Rentenbetriebskosten kommen. Ein Gegengutachten zeigt ca. 14 bis 21 Millionen unnötige Frachtkilometer auf, einhergehend mit Emissionen, Kosten und Strahlenexposition. Sind Sie bereit, ist Ihre Partei bereit, dieses Thema grundlegend nochmal neu anzufassen? Dankeschön. Ja, schönen Dank. Und vor allem, auch wenn das vielleicht jetzt erstmal wie eine Floske wird, das ist aber für mich ganz, ganz ernst gemeint. Schönen Dank für Ihr Engagement. Denn am Ende sind ja solche hochkomplizierten Verfahren nur dann erfolgreich zu bewältigen, wenn es auch alle Positionen gibt und wenn sie ganz klar vorgetragen werden. Vielleicht einmal ganz allgemein. Die Niedersachsen sind ja taffe Kämpfer. Das gilt für den Lies, das gilt auch für Stefan Weil. Und die haben ja schon mal was erreicht, nämlich zum Beispiel, dass die Frage, wo denn das Endlager in Deutschland insgesamt, und zwar jetzt nicht für die schwach- und mittelradioaktiven Abfallstoffe gebaut werden soll, noch einmal deutschlandweit untersucht wird. Keine ganz einfache Sache und ein Prozess, wo man wirklich sagen kann, wenn das schon mal eine Einrichtung gab und ein Gesetz, das einmal aufzubohren, das war schon keine schlechte Leistung. Ich habe das mit wirklicher Bewunderung begleitet als Hamburger Bürgermeister damals, gedacht, oha, das hätte ich nicht gedacht, dass sie das hinkriegen. Und insofern ist das ja vielleicht eine gute Grundlage, darauf zu setzen, dass jedenfalls sichergestellt wird, dass kein Gesichtspunkt unter den Tisch fällt, der hier eine Rolle spielen muss. Was ich garantieren kann, ist immer nur ein sorgfältiges, ordentliches, faires Verfahren. Dass wir solche Einrichtungen brauchen, steht außer Frage. Wir können nicht erst diese ganzen Nutzungen haben und hinterher behaupten, die verschwinden von selbst. Nein, so ist es nicht. Es muss eine Endlagerung geben, es muss die Prozesse dazu geben. Und deshalb müssen technische Verfahren stattfinden, die jeder Kritik standhalten. Und deshalb muss man auch immer neue Kritik aushalten. Das ist ja das, was Sie formulieren. Und ich kann Ihnen also diese Garantie geben, dass das ordentlich verhandelt wird. Darauf können Sie sich verlassen. Vielen Dank, lieber Olaf. Ich denke, dass da der Kampf der Bürgerinitiative auch weiter fortgesetzt werden wird, wo wir auch sicherlich in engem Austausch bleiben werden. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig bei so einer Thematik und dann eben auch deutlich zu machen, warum bestimmte Kriterien aus Sicht von uns Betroffenen vor Ort eben auch vielleicht nicht passen und man andere Dinge sich nochmal anschauen müsste. Aber diese Offenheit ist ja auch gerade signalisiert worden. Ich finde es auch ganz gut. Eine Frage ist nochmal jetzt aufgekommen, beziehungsweise eigentlich sogar zwei, nochmal zu der Nachfrage, zu der Frage von CO2-Bepreisung vorhin, die wir schon mal kurz gehabt haben. Das hat einige Rückfragen nochmal provoziert. Da fragt zum Beispiel Karl Friedrich Lutin zur CO2-Bepreisung, dass die Bundesregierung für nationale CO2-Bepreisung einen Höchstpreis von 65 Euro vereinbart hat. Und Studien von Ökonomen wie Ottmar Edenhofer oder Axel Ockenfeld zeigen allerdings, dass unter 70 Euro der CO2-Preis nicht zu wirksamen Emissionsreduktionen führt. Hier wird die Behauptung dann aufgestellt, wir brauchen spätestens 2030 einen Preis von 130 Euro. Und da ist die Frage, welchen Preisanstieg die SPD umsetzen möchte, wenn sie das ohne die CDU machen könnte. Und die Rückfrage auch von den beiden Fridays for Future Aktivistinnen von vorhin ist nochmal, wie du zum Ziel 100% erneuerbare Energien bis 2035 in Deutschland stehst. Diese beiden Dinge vielleicht zusammen beantwortet, lieber Olaf. Ja, viele wichtige Fragen, um das nochmal zu sagen. Wir sind in die CO2-Bepreisung eingestiegen. Ich habe das eben schon geschildert. Und das ist ein Prozess, bei dem festgeschrieben ist, wie die Preise steigen bis zum Jahr 2025, 2026 und danach wird es dann ein Preis sein, der entlang der jeweils festzulegenden Emissionsziele dann automatisch sich ergibt aus dem Emissionshandel, den wir ins Gesetz geschrieben haben. Es macht jetzt also keinen Sinn zu prognostizieren, wo der Preis 2030 sein wird, weil wenn wir sehr erfolgreich wären mit den Emissionsreduzierungen, dann würde der Preis gering sein. Wenn wir nicht erfolgreich sind, dann wird er sehr, sehr hoch.
Und das ist auch der Effekt, der dort gewollt sind. Da geht es ja nicht um das Verteilen einer Strafe oder sowas Ähnliches, sondern es geht darum, einen ökonomischen Effekt auszulösen, der bei wirtschaftlichen Entscheidungen von Unternehmen und von Bürgern und Bürgern, die sie in den nächsten Jahren treffen, es wahrscheinlich und plausibel macht, dass sie sagen, es wird ja alles teurer mit der CO2-Bepreisung, also setze ich auf eine Anschaffung, auf eine Investition, die die Emissionen reduziert. Und der Effekt ist genau von dem Edenhofer, mit Professor Edenhofer, mit dem ich mich oft unterhalte, entwickelt und diskutiert worden. Und er kennt auch die ganzen internationalen Studien über die möglichen Preise, die sehr differieren. Aber aus meiner Sicht sind wir deshalb auf dem richtigen Pfad. Und ich will den Pfad und den Weg der CO2-Bepreisung ausdrücklich verteidigen, aber auch die Tatsache, dass wir dann in der zweiten Hälfte des jetzt beginnenden Jahrzehnts nicht den Preis von heute aus willkürlich festlegen, sondern sagen, wenn wir nicht erfolgreich sind, wird es teurer. Wenn wir sehr erfolgreich sind, dann brauchen wir keinen hohen Preis. Und das ist ja auch der gewünschte Effekt. Die Leute sollen ja umgelenkt werden zu vernünftigeren, energiefreundlichen Investitionen. Dann war die zweite Frage, kannst du mir das Stichwort noch zurufen? Na klar, da ging es um 100% erneuerbare Energien bis 2035. Ja. Also schneller als das bisher sozusagen. Ja, wir werden ja 2038 aller spätestens aus der Nutzung der Kohleverstromung aussteigen. Das ist ein fester Wert, der definitiv am Ende steht. Und darin ist auch festgelegt, dass es früher der Fall sein kann, dass wir aus der Nutzung fossiler Ressourcen für die Verstromung insoweit aussteigen, dass wir mit der Kohle die Kohleverstromung beenden. Und das halte ich für eine gute Möglichkeit, wenn man die gegenwärtige Entwicklung bedenkt. Aber das will ich dazu sagen. Das geht nicht von allein. Das geht nur mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien. Das geht nur mit dem Ausbau des Stromnetzes. Meine große Horrorvision ist, dass wir irgendwann, weil wir nicht genug Stromleitung gebaut haben, eine Situation haben, in der dann irgendjemand entscheidet, aber dort muss noch ein Kraftwerk weiterlaufen, weil wir sonst die regionale Versorgung nicht gewährleisten können. Und deshalb müssen wir jetzt sehr viel investieren, müssen aber auch die Planungsprozesse beschleunigen, damit all diese Dinge stattfinden. Und dann wird es auch einen schnelleren Ausstieg aus der Kohleverstromung geben. Und dann werden wir auch sehr viel schneller zu einer 100%igen Nutzung erneuerbarer Energien kommen. Aber das geht nicht dadurch, dass wir in der Ecke sitzen. Da müssen wir echt was tun. Und wir dürfen auch nicht eine Stromleitung in 10 bis 15 Jahren bauen, sondern in 2 bis 3. Vielen Dank, lieber Ulla. Genau. Und du merkst, das Thema Energie und Klimaschutz ist was, was uns im Weserbergland doch sehr intensiv bewegt. Bevor ich Markus Flügel jetzt gleich für die nächste direkte Frage aufrufe, möchte ich noch eine Frage aus dem Chat stellen. Die kommt von Hendrik Erhardt. Da weiß ich zufällig, dass der bei Stiebel Eltron arbeitet. Das ist ein großer Wärmepumpenhersteller bei uns im Weserbergland, den du auch kennen wirst. Und der hat eine Frage zum Klimawandel im Gebäudesektor. Da schreibt er, dass die SPD, dass wir im Zukunftsprogramm stehen haben, dass 5 Millionen Wärmepumpen bis 2030 das Ziel sind. Und er fragt, durch welche konkreten Maßnahmen wir dieses Ziel erreichen können und in welchen Bereichen der Einsatz von Wasserstoff eventuell möglicherweise auch angedacht ist. Passt jetzt vielleicht nicht ganz zusammen, aber Wasserstoff und naja. Na, das passt schon. Vielleicht magst du auf beide Themen eingehen. Ein bisschen zusammen. Es geht ja darum, wie wir die Wärmeerzeugung für das Wohnen organisieren. Das ist ein großer Beitrag für die CO2-Minderung, wenn wir dort das schneller hinkriegen, CO2-Neutralität zu erreichen. Und eines der Instrumente, das auch von allen Umweltverbänden vorgeschlagen wird, ist eben, dass wir sagen, 5 Millionen Wärmepumpen könnten dabei erheblich helfen. Und deshalb wollen wir mit Förderprogrammen und rechtlichen Rahmenbedingungen auch realistisch machen, dass das Investitionen sind, die jetzt stattfinden. Die CO2-Bepreisung, über die wir eben besprochen haben, wird diesen Prozess nochmal beschleunigen. Und deshalb sind unsere Instrumente, die wir dazu haben, dass wir sagen, wir wollen rechtliche Vorschriften machen, wir wollen Förderkriterien verbessern und wir wollen gleichzeitig die CO2-Bepreisung nutzen, um insgesamt auf diese große Nutzung zu kommen. Was die Nutzung von Wasserstoff für Gebäudewärme betrifft, gibt es dort eine ganze Reihe von Projekten. Meistens geht es dabei um Gasthermen, die wasserstoff-ready sind, aber es gibt auch erste Projekte, in denen das genutzt wird.
Unser größtes Problem ist bei Wasserstoff, dass wir grünen Wasserstoff brauchen. Das heißt, welchen, der in großen Mengen hergestellt wird, durch Hydrolyse, insbesondere in Deutschland oder aus anderen Ländern importiert wird, wo die natürlichen Rahmenbedingungen dafür sehr günstig sind. Und deshalb habe ich darauf bestanden, dass wir alleine deshalb einen zusätzlichen Ausbau von am Ende 10 Gigawatt Offshore-Windkapazität in Deutschland zustande bringen, die dazu beitragen, dass wir genügend grünen Wasserstoff produzieren, damit er genutzt werden kann in der Industrie. Da ist es ganz wichtig für den Flugverkehr in der Perspektive, für schwere LKWs wahrscheinlich und irgendwann und irgendwie auch in dem häuslichen Rahmen. Dafür müssen jetzt aber die Technologien entwickelt werden, damit das irgendwann mal ein größeres Thema wird. Dankeschön, Olaf. Wir haben jetzt noch eine Frage von Markus Flügel, den ich jetzt direkt aufrufen möchte. Und genau, wir sehen ihn in dem Bild und du hast das Wort, lieber Markus. Ja, hallo. Schönen Dank für die Möglichkeit, hier eine Frage zu stellen. Also meine Frage geht in die Richtung so ein bisschen Kommunalpolitik. Also ich bin jetzt seit 2016 in der Kommunalpolitik. Wir wählen dieses Jahr in Niedersachsen auch wieder. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass die Handlungsspielräume, die man in der Kommunalpolitik hat, sehr gering sind. Also die Finanzen der Kommunen sind sehr stark angespannt. Olaf, du hattest 2019 ja auch schon einmal einen Anlauf da unternommen. Schuldenerlass für Kommunen. Es ist halt so, dass wir von den Strukturen her sehr viele Pflichtaufgaben zu erfüllen haben. Das schränkt natürlich wirklich die Handlungsspielräume der Kommunen ein. Also das, wie es im Grundgesetz steht, das Recht der Selbstverwaltung in den Kommunen ist doch sehr eingeschränkt. Welche Möglichkeiten bestehen da in Zukunft? Was kann die Bundesregierung oder eine zukünftige Bundesregierung dort verbessern? Vielen Dank, Markus. Zunächst mal, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Bürgermeister gewesen zu sein. Das war also eine tolle Sache. Und ich kann deshalb alle verstehen, die sich engagieren in den Gemeinden dieses Landes und die dann natürlich auch gucken, wo sind die Handlungsmöglichkeiten, die wir so dringend brauchen, um das Zusammenleben vor Ort besser zu machen. Und deshalb spielt die Frage eine große Rolle, wie können wir die finanziellen Spielräume von Gemeinden verbessern. Dazu haben wir ein paar Dinge gemacht und werden auch ein paar weitere tun. Das Erste ist, dass wir in der Krise jetzt für das letzte Jahr sichergestellt haben, dass die Gewerbesteuerausfälle der Gemeinden zur Hälfte vom Bund und von den Ländern ausgeglichen werden. Die zweite Maßnahme, die gerade da, wo es wirtschaftlich nicht so gut läuft, sehr viel hilft. Wir haben gesagt, wir wollen bei den Kosten der Unterkunft für Grundsicherungsempfänger, die die Gemeinden zu tragen haben, einen größeren Anteil durch Bundesmittel ersetzen und haben den Anteil des Bundes um etwa 3,5 Milliarden Euro pro Jahr erhöht. Und zwar jetzt nicht nur während der Krise, sondern dauerhaft, in der Hoffnung, dass es gerade da, wo die wirtschaftlichen Verhältnisse schwierig sind, zu einer Entlastung der Gemeindeetats kommt und die deshalb mehr Spielräume für die Zukunft haben. Dritte Bemerkung, ich bin unverändert für eine Stunde Null höchstverschuldeter Gemeinden. Dazu habe ich sehr konkrete Vorschläge gemacht und das habe ich auch wieder vorgeschlagen, um das Wahlprogramm der SPD zu schreiben und werde mich sehr dafür einsetzen, dass wir das auch tatsächlich und real tun. Das wäre eine große Entlastung für viele Gemeinden, wenn sie nicht mehr mit der Last der Vergangenheit arbeiten müssen, sondern sich auf die Zukunft konzentrieren können. Und dann haben wir natürlich vieles, was hilft. Dazu zählen zum Beispiel Mittel für den sozialen Wohnungsbau, dazu zählen Städtebauförderungsmittel, dazu zählen die Mittel, die wir jetzt mobilisieren, damit die Schulen ans digitale Netz angeschlossen werden oder Schulgebäude saniert werden können. Wir haben sogar das Grundgesetz deswegen geändert, damit das wieder geht. Und wir haben sichergestellt, dass es mehr Mittel gibt für die Entwicklung der Verkehrssysteme, also die Regionalisierungsmittel, die Mittel für die Entwicklung neuer schienengebundener Systeme, die Gemeindeverkehrsfinanzierungsmittel sind erhöht worden in dramatischem Umfang und sollen in den nächsten Jahren weiter steigen, damit investiert werden kann. Das sind meine wichtigsten Vorhaben. Dann will ich als allerletzte Frage, lieber Olaf, vielen Dank, Markus, will ich als allerletzte Frage, weil ich weiß, dass du pünktlich auch gleich raus musst, eine Frage von Leander Stumme nochmal aufgreifen. Der fragt, dass die SPD jetzt schon seit mehr als 2 Jahren hinter den Grünen in den Umfragen liegt. Und was genau möchtest du tun, um wieder stärker als die Grünen zu werden, damit eine linke Regierung dann auch von dir geführt werden kann? Und ähnlich fragt Hartmut Freier, der hat nämlich geschrieben, dass der DGB regelmäßig die Wahlergebnisse von Landtagswahlen analysiert und
Ihnen dabei aufgefallen ist, dass wenig gewerkschaftlich organisierte Wählerinnen und Wähler der SPD nur noch ihre Stimme geben. Wie wollen wir diese Stammwählerschaft wieder zurückgewinnen? Diese beiden Fragen zum Abschluss. Lieber Olaf, bitteschön. Zwei sehr gute Fragen, die mich sehr umtreiben und die auch zu Konsequenzen geführt haben. Erstens, wir haben gesagt, wir wollen die nächste Regierung führen und deshalb muss erstmal Bewegung in die Umfragen kommen. Wer hätte vor einem Jahr gedacht, dass wir tatsächlich eine Situation haben, wo das gelingt, was ich mir vorgestellt habe. Die CDU muss sich mit Ergebnissen einrichten, die unter 30% liegen. Aber so wird es bei CDU/CSU sein. Und wenn sie sich weiter so kappeln wie gegenwärtig, vielleicht sogar noch dramatischer, als man gegenwärtig vorhersehen kann. Und jetzt ist es für viele Bürgerinnen und Bürger wichtig, sich zu überlegen, auf wen setzen wir denn als denjenigen, der die Regierung führt. Deshalb hat die SPD vor einem Jahr gesagt, wer aus unserer Sicht der nächste Kanzler werden soll, und mich vorgeschlagen. Als erste Partei, alle anderen sind noch nicht so weit. Deshalb haben wir eine geschlossene Politik entwickelt, was nach vielen Schwierigkeiten in den letzten Jahren wirklich eine große Verbesserung ist und was auch Vertrauen bei vielen Bürgerinnen und Bürgern geschaffen hat, die Basis für alles das, was wir noch erreichen wollen. Und drittens haben wir unser Programm formuliert und in diesem Programm spielt die Antwort auf die zweite Frage eine ganz zentrale Rolle. Nämlich, wie können wir den Zusammenhalt, das Miteinander unserer Gesellschaft stärken, wie können wir dafür sorgen, dass Respekt wieder eine größere Rolle spielt. Und es geht, wie ich schon eingangs gesagt habe, um gute Löhne, vom Mindestlohn von 12 Euro über vernünftige Tariflöhne und bessere Arbeitsbedingungen bis hin zu der Frage, wie kann man dafür sorgen, dass das Ansehen auch für solche Arbeiten und Berufe, die nicht was mit akademischer Qualifizierung zu tun haben, wieder steigt. Ich möchte aber keine Gesellschaft, in der die einen gegen die anderen kämpfen. Ich möchte eine, in der man gemeinsam zusammen die Zukunft gestaltet und sich niemand als was Besseres empfindet. Das ist mein sozialdemokratisches Projekt. Das verbinde ich mit dem Thema Respekt. Vielen Dank, lieber Olaf. Ich glaube, man hat gemerkt, dass du einen klaren Kurs hast, dass du zu denjenigen gehörst, denen man auch vertrauen kann und dass du nicht populistisch, sondern wirklich sachlich und mit viel Authentizität auch auf alle Fragen hier eingehst. Das ist was, was uns im Weserbergland schon seit langer Zeit ausmacht. Meine Vorgängerin Gabriele Lösekuck-Möller, die du ja auch noch sehr gut kennst aus ihrer Zeit im Bundestag beziehungsweise von eurer gemeinsamen Arbeit, habe ich auch gerade gesehen, dass sie mit zugeschaut und zugehört hat. Ich freue mich sehr darüber. Das Vertrauen, sag gerne. Schöne Grüße. Die hat sie sicherlich gehört und darüber freut sie sich sicherlich. Wir haben den Übergang beim letzten Mal im Weserbergland geschafft, dass wir von Gabriele, die 16 Jahre die Region vertreten hat, mich ins Rennen geschickt haben. Ich habe versucht, das in den letzten 4 Jahren ebenfalls so zu erfüllen und möchte das natürlich gerne auch weitermachen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir dann im September am Tag nach der Bundestagswahl gemeinsam nach Berlin fahren. Olaf, du aus Hamburg bzw. aus Potsdam wahrscheinlich an dem Abend. Und ich werde aus dem Weserbergland Richtung Berlin fahren. Und ich hoffe, wir wissen dann schon beide ganz genau, dass wir dich einige Wochen später dann zum neuen Kanzler der Bundesrepublik Deutschland wählen können. Ich würde mich darüber freuen und danke dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Ich weiß, dass wir uns auf dich verlassen können. Und deswegen wünschen wir dir heute noch einen schönen Abend mit anderen Gesprächspartnern. Wir haben uns gefreut, dass du bei uns im Weserbergland warst. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.